die kreisende Bewegung in Armbereich, die zweite Teilen, machen wir mit den Bewegungen von Handgelenken aus. So, versuche mir möglichst rund zu kreisen, nicht so schmal, klein, sondern rund. Und wenn wir von oben nach außen kreisen, versuche mir mehr von Daumen führende die Bewegung so zu üben. Dann versuche mir einen maximalen Kreis und Handgelenken herum zu bewegen. Und wenn wir in die Gegenrichtung machen, dann kreis mir vom Kleinfinger aus, vom Kleinfinger führende kreis mir nach außen. Die kreisende Bewegung scheint sehr einfach, aber durch das Kreisen können wir die gesamten sechs Meridiane im Armbereich auch aktivieren.